Herd hat die Möglichkeit. Ein wichtiger Tomislav Puzar, 23 Jahre alt. Rechtshänder, 32, da der Weltranglister. Auch German Open gespielt. In großartiger Verfassung. Der Kroate. 2:2. Ausgeglichener Satzstart. Und ein Faktor. Vielleicht auch mal für sich selbst ein bisschen die Menge. Hintergrund. Die Düsseldorfer Bank zu sehen, die alles machen. Gerade wenn man in das Gesicht von Preuß guckt, von Andreas Preuß, dem Manager von Borussia Düsseldorf. Das klasse, den Punkt zu machen. 8:5. Freiheit hat und damit es einfacher ist, einen gefährlichen Flip zu spielen. Wieder so ein Zurückbringen, also klasse Punkt. Davon weiter, der jetzt auch sich den ersten Satz holt, 11:8. Ochsenhausen, immerhin auf Platz 3 und aufgrund des besseren Spielverhältnisses steht 2:2. Die Bremer rankommen lassen, bis dann verstärkt hat. Im Gegensatz zur letzten Saison mit Assa Schelbeck hat man da ein. Offenbar einige gute Instruktionen von Kung Yumeng bekommen. Von Fulda Marbazell. Einer der wenigen konkurrenzfähigen Abwehrspieler noch. Aber immer schön anzuschauen. Und es gilt jetzt für den Mann in Rot, selber öfter die Initiative zu übernehmen, aber weil er einen sehr, sehr schönen Rückhand-Gegentopspin spielt. Puzar hält den Lokalmatador auf Abstand. Nächster schwächerer Return. Zum Ausgleich für den Mann in Blau. Und er nutzt direkt den Erf. Schiris reagiert, zurück an den Tisch zu kommen, gibt's die gelbe Karte. Damit umgeht, wenn man ihn in die aggressive Position kommen lässt, wenn er der Aggressor ist, er lässt seinen Gegner laufen. Wenn man den Körperschwerpunkt nicht mehr auf der Mitte hat, sondern eben auf einer Seite gewesen, gewollt er mal anzugreifen. Also er schafft es im Moment auch nicht, das Spiel von Puzar richtig zu lesen. Mittel gegen Puzars Spiel zu finden. Der Kroate ist nicht geschafft, den Gegentorspin auf den Tisch zu bekommen. Somit 3:5. Boah. Wenn man mental stark ist, dann kann man eben all dies besser machen. 4:7. Schwer für Puzar darauf, gefährlich zu agieren. Nur noch paralleler Gegentopspin. Kein einfacher Ball, weil Satzbälle für den jungen Kroaten. Und er nutzt den ersten. Und geht damit mit 2. Da muss man mit Walter Kelberg spielen und mit Heiße, mit dem Trainer. Und Walter damals nicht ganz fit gewesen. Von daher, was die Borussia dieses Jahr so ungleich stärker macht. Dass man für Walter in dem Ball selber den Punkt zu machen. Guter Return jetzt zum Beispiel. Der Netzroller von Tomislav Puzar bringt ihm hier den Punkt 1:4. Aber die Rückhandangabe scheint zu funktionieren. Nur noch 4:3 für den Mann vom TTC. Hohen Spudel. Das macht er besser. Er öffnet wieder selber. Dann wieder mitspielen im Ball. Wieder ein Opfer. Und super zurückgekommen. Schwierig, diese Aufgabe für Ricardo Walter ist, auch wenn er sie sehr offen gestalten kann, zumindest in diesem vierten Satz. Zwei Matchbälle. Und damit die Möglichkeit zum Ausgleich. Für Fulda Marbazell. Wieder versprochen. Es tut mir leid. 11:2.